Und Bundespräsident Heinz Fischer absolviert heute und morgen seinen letzten offiziellen Staatsbesuch, nämlich in Tschechien. Der nördliche Nachbar ist mittlerweile unser sechstwichtigster Wirtschaftspartner. Außerdem waren die Flüchtlingsbewegung Thema bei den Gesprächen mit Präsident Seemann, in der Tschechien ja eine sehr restriktive Haltung einnimmt. Der letzte Staatsbesuch und doch eine Premiere. Die Anreise erstmals in 12 Amtsjahren mit der Bahn. Und um das historische Ambiente abzurunden, geht es für Heinz Fischer mit dem Dampfzug Richtung Schloss Lani. Mit diesem Salonwagen war bereits Bundespräsident Heinisch unterwegs, als er 1921 Staatsgründer Masaryk getroffen hat. Damals ein schwieriger Besuch, kurz nach Untergang der Donaumonarchie. Heute blicken die Präsidenten Seemann und Fischer auf freundschaftliche Beziehungen.